Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ihr seht das Video zu Weihnachten, deswegen fröhliche Weihnachten. Mensch, mega geil, dass ihr trotz dieser ganzen Weihnachts-Tam-Tam-Geschichte mein Video schaut. Ich freue mich mega. Und da muss ich direkt ein kleines Tränchen hier, ne? Allein von der Vorstellung her, es ist total schön. Also auf jeden Fall habe ich heute ein Schminki für euch. Und die liebe Nina von Ninas Kosmetik hat einen Limited Edition Jahresrückblick gemacht. Das habe ich gestern Abend gesehen und das hat mich dazu animiert, einfach mal so ein bisschen durch meine Sammlung durchzuforsten, welche Produkte aus Limited Editions ich aus Drogerie- und High-End-Bereich von 2021 noch bei mir habe. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen testen. Herzstück des Ganzen ist ein First Impression von der Miss Claus Palette und die ist ja aktuell noch verfügbar. Ich verlinke euch auch alle Produkte, die man noch irgendwie kriegen kann, unten in der Infobox. Da schaut gerne mal vorbei. So, langes Intro. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen ein bisschen dich schickimicki zu machen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, ich habe ein Wichtel da stehen, daneben steht auch eine Kerze, die man gar nicht sieht. Warum sieht man die Kerze nicht? Ich wollte hier ein bisschen Romantik verbreiten. Aber dann sieht man den Wichtel nicht mehr, ne? Schwierig hier, Leute. Ich stelle ihn einfach mal hier vorne hin, dann sieht man auch nicht. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, Romantik zu verbreiten in diesem Universum, Leute. Sammy hat auch seinen Tiger bei sich stehen. Ich weiß nicht, ob man den sieht, aber wir sind alle sehr gemütlich unterwegs und ja, genau. Ich starte einfach mal mit einem Produkt. Das ist ein Primer natürlich, ne? Die Riva Loves Me So Cozy Coat Cream Primer Geschichte. Das ist eine Limited Edition von Januar gewesen. Der liebe Maxim, also Maxim Giacomo, hat dieses Produkt auch echt immer wieder bis in den Himmel hochgelobt. Der fand die total klasse. Und ich muss ihm auch zustimmen, das ist ein tolles Produkt, was man schön verwenden kann. Die Konsistenz ist sehr, sehr dick, also wirklich perfekt für den Winter. Und das kommt jetzt erstmal aufs Gesicht. Der gibt so ein, nennen wir es mal Glow, also der spendet schon ordentlich Feuchtigkeit. Ne? Ich habe heute Morgen eine ordentliche Gesichtspflege auch draufgegeben mit Lichtschutzfaktor. Und hast du nicht gesehen, weil wir heute recht sonniges Wetter hatten und ich viel unterwegs war. Und deswegen, ne, aber kein Krümeln, kein nix. Verhält sich ganz gut, gefällt mir tatsächlich sehr gut, ne? Immer noch tatsächlich, deswegen, ja, ist es auch verdient noch in meiner Sammlung. Und wo wir schon mal bei Maxim waren, gehen wir auch wieder zu Maxim, denn dieses Produkt habe ich von ihm mal bekommen, weil als ich ein Paket mit Danny hatte, hat Danny etwas reingepackt, was er wahrscheinlich von Maxim bekommen hat. Das ist von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation, die ich richtig geil finde. Und im April gab es so eine Limited Edition, wo es die in klein gab. Ich habe gestern ja nochmal geguckt und alle Produkte auch nachgeschaut und so. Die ist immer noch verfügbar auf der Catrice Homepage. Ich habe die in der Farbe 010 Light Beige. Ich habe ja so Pinsel von Spectrum, die bekommt ihr zum Beispiel bei Purish und da könnt ihr mit meinem Affiliate-Rabattcode Claudiswelt15 15% sparen. Also dann müsste es definitiv das ein oder andere Pinselset auch geben. Ich hatte die, ich glaube, auch dieses Jahr mal gekauft und dann nehme ich jetzt hier einfach den B02, dürfte Foundation-Pinsel sein und gebe mir die Foundation auf mein Gesicht. Die Foundation habe ich übrigens aktuell auch in täglicher Anwendung, also die ist in meinem Daily Schminkkit so drin, ne? Steht bei mir hier auf dem Tisch und die mag ich so gerne, also die ist echt klasse. Mit einem Schwämmchen von Twicy arbeite ich das Ganze einfach mal ein bisschen besser in die Haut ein. Ich mag das total gerne. Also die macht ein schönes Ergebnis, sieht sehr natürlich aus, creased nicht bzw. setzt sich nicht doof ab. Ich finde die super und ja, wenn die leer ist, werde ich mir die wahrscheinlich auch nochmal nachkaufen, falls es die in Full Size noch gibt. Ansonsten halt in klein. Beim Concealer habe ich jetzt ein bisschen schummeln müssen, weil das im Prinzip kein Produkt ist, was eine Limited Edition dieses Jahr war, aber es gab keinen Concealer dieses Jahr in der LE. Da habe ich mich jetzt entschieden, ein Produkt zu wählen, was quasi aufgrund von Ciao Kakao mehr oder weniger ja weg ist, weil ich meine, es wird es den ja noch geben. Also Becca, das ist dieser Brightening Under Eye Corrector Gedönsen, ne? Habe ich in der Farbe Light to Medium, genau. Die sind jetzt ja bei Smashbox integriert, aber dieses Jahr war ja dieser Riesenbuhai, dass die quasi ab September, ne, nicht mehr produziert haben und dann ja dann zu Smashbox gegangen sind. Da wird es ja noch produziert, aber ne, das wollte ich nur deswegen, ja. Ne, irgendeinen Grund muss ich ja haben, weswegen ich ein anderes Produkt reinnehme und das ist jetzt der Grund. So, den gebe ich mir jetzt einfach an die untere Augenpartie, gebe ich mir jetzt erstmal so mit einem Pinselchen auf. Das ist der C06 Pinsel, auch von Spectrum.
Und den Concealer arbeite ich mir nicht mit dem Schwämmchen ein, sondern einfach mit meinen, oh Gott, das sieht ja fancy aus gerade, mit meinen Ringfingern, ne? Da klopfe ich das ein bisschen fest und verteile das ein bisschen. Man sieht halt wirklich auf den ersten Blick, wie unfassbar genährt jetzt auch die Unteraugenpartie ist, was natürlich perfekt ist, wenn man halt schon die ein oder andere Augenfalte hat, so wie ich. Und ja, tut auf jeden Fall sehr gut, fühlt sich nicht crusty oder sowas an. Und das ist halt ein Produkt, was man über einen Tag halt, auch wenn ich das gleich setten werde, immer mal wieder so mit den Fingern kurz drüber gehen, dann settet sich das halt wieder so ein bisschen von selbst, ne? Also ist auch irgendwie so eine Art Pflege quasi. Der Juli hat nur so gestrotzt vor lauter geiler Limited Editions und da hat ja auch Oscar Artem zusammen mit Love seine Kollektion rausgebracht. Da habe ich jetzt hier einfach mal The Artem Eye, die Eyeshadow Base mal rausgenommen. Kannst du ja, ne, grundsätzlich gut verwenden. Ist auch super geeignet, wenn man Cut Creases macht oder wenn man Fancy Pansy Looks schminkt, so wie ich das jetzt sehr gerne mache. Und da trage ich mir jetzt ein bisschen was auf meinen Handrücken auf, habe den Pinsel, mit dem ich eben den Concealer verteilt habe, am Handtuch sauber gemacht. Und dann gebe ich mir das auf mein Augenlid und man sieht, wow, du brauchst da echt nicht viel von. Mega geiles Produkt, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob es das noch bei Purish oder so zu kaufen gibt. Müsst ihr mal schauen, wie gesagt, alles, was ich noch finden konnte, in der Infobox verlinkt. Ich glaube, das dürfte Februar gewesen sein hier, oder? Klar, Februar. Valentinstagskollektion von Natasha Denona. Denn ich habe hier offensichtlich nicht nur Drogerie, sondern auch High-End mit aufgenommen. High-End. Reden. Weil ich halt beides super gerne mag. Und ich habe letztens auch eine Umfrage auf Instagram mal gemacht. Das ist relativ ausgewogen bei euch auch, ne? Also es gibt sowohl Make-up-Lovers in Richtung Drogerie als auch High-End bei mir in der Community. Und deswegen habe ich das jetzt einfach kombiniert gemacht. Hier habe ich dieses Cheek-Lover oder Love-Cheek-Duo. Da haben wir einmal einen Blush und einen Highlighter drin. Das gibt es noch zu kaufen bei Sephora, habe ich gestern auch gesehen. Und diese ganzen cremigen Texturen sind ja dieses Jahr auch so ein bisschen, ne, fancy-pansy für mich persönlich auch geworden. Und ich schichte das immer super gerne. Damit ich halt eine längere Haltbarkeit von meinem Make-up habe, verwende ich sowohl Creme-Blush als auch später, wenn alles gesettet und so weiter ist, Puder-Blush. Hier möchte ich gerne aber den Creme-Blush hier verwenden und dann nehme ich auch den Foundation-Pinsel für. Man braucht nur super wenig, weil der sehr, sehr heftig ist. Ne? Also den trage ich mir jetzt auch mal so auf. Und baue den lieber vorsichtig auf, als dass ich jetzt einmal kräftig mit dem Pinsel reingehe und dann am Ende zu viel drauf habe. Der macht schon eine wunderschöne Wangenröte. Letztendlich gekauft habe ich den aber selbstverständlich nur wegen dem wundervollen Packaging. Ne? Da mache ich mir mal nichts vor hier. Nice, ne? Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich finde persönlich den Blush hier raus am coolsten. Der Highlighter ist jetzt nicht so ganz so meine Welt. Deswegen werde ich da auch gleich einen anderen verwenden und dieses Verpackungsgedönsen ist einfach so süß. Noch so ein Vieh, was halt so cremig ist, ist dieses Produkt Deutsche Diva Kollektion von Kiko Glam Cushion Highlighter. Das ist einmal dieses Produkt und Kiko hat ja so viele Limited Editions. Ich weiß gar nicht, ob es den vielleicht sogar noch gibt. Gut möglich, weil die Ewigkeiten lange immer ihre Limited Editions haben. Und dann ist es super schnell halt reduziert und du kannst es nochmal irgendwie für die Hälfte des Preises kaufen. Dieses wundervolle Produkt, was meiner Meinung nach ein exzessives Dupe ist zu dem von Charlotte Tilbury, kam im Juni raus. Ich glaube, Maxim hat diese Spiegel auch dieses Jahr rausgebracht, ne? Genau, den gebe ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf. Da muss ich wirklich sagen, weil ich den von Charlotte Tilbury auch aktuell in täglicher Anwendung habe, dass mir der von Charlotte Tilbury in der Applikation einfach ein bisschen besser gefällt, weil das irgendwie einfacher funktioniert. Aber er lässt sich schön auftragen. Also ich dippe das immer hier mit dem Vieh auf, ne, und blende das dann mit dem Foundation-Pinsel so ein bisschen ein. Tada, ne? Also ist so ein Glow from below, was dann quasi immer wieder jetzt auch über den Tag durchkommen wird und da sein wird. Und ich finde den schön und ja, immer wieder dran denken, das zuzudrehen, gegebenenfalls das Schwämmchen sauber zu machen, damit da nichts weggammelt, ne? Weil das ist immer das Problem bei solchen Produkten, wenn man die halt länger bei sich in der Sammlung hat, so wie ich, ne? Ja, wie schon gesagt, ne, im Juli ging die Party ab. Da hat nämlich auch Rival de Loop diese wundervolle Limited Edition rausgebracht, beziehungsweise dieses Produkt daraus ist einfach großartig. Ja, die liebe Nathalie Nord Beauty liebt es ja genauso und hat mich da auch ein bisschen mit angefixt. Rival de Loop meets Q10 Under Eye Powder, das ist dieses hier. Und
Ne? Das ist einfach wirklich für die untere Augenpartie gedacht. Ich würde es mir nicht übers komplette Gesicht geben. Da sieht es einfach nicht aus. Da wird das Ganze irgendwie zu weiß, zu cakey. Aber wirklich hochwertig gemacht, ne? Mit Aufdrehvieh und so weiter und so fort. Da nehme ich mir natürlich von Maxim oder von Giacomo Cosmetics den Giacomo. Tape mir dann erstmal den Concealer so, dass er mir nicht in die Fältchen kriegt. Nehme den Giacomo mit Produkt und den presse ich einfach drauf. Da träumt jemand. Oh, cutie. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Produkte aus Limited Editions ihr dieses Jahr gekauft habt, beziehungsweise welche ihr am coolsten fandet, was euch so am meisten gecatcht hat, welches immer noch bei euch ist und so, ne? Das sieht jetzt wild aus, ne? Mit diesem Weiß auf den Augen, unter den Augen, um die Augen drumherum. Deswegen werde ich jetzt mein Gesicht komplett abpudern und dann auch das überschüssige Puder, was dann quasi unter meinen Augen ist, gleich mit abnehmen. Da habe ich auch von Rival de Loupe dieses Pure Setting Powder und das war so eine ganz cleane Limited Edition, die da rausgekommen ist. Die kam im August raus. Hier muss ich sagen, dass mir die Geschichte bei dem Q10 besser gefallen hat, weil das Puder ist gar nicht so fein, wie man sich das so wünschen würde, ne? Leider. So, dann nehme ich mir hier so einen Fluffel, das ist der C03 und sette einmal Staubwolke mein komplettes Gesicht. Man kann es nicht anders sagen. Das Puder hinterlässt auf jeden Fall einen ziemlichen White Cast auf dem Gesicht und mattiert halt sehr ab. Aber das wird sich wieder geben, wenn ich nachher das Setting Spray verwende. Deswegen, also da keine Panik, ne? Das ist alles soweit so gut. Jo, genau. Ne? Leinwand ist am Start. Ebenfalls im Juli kam. Ebenfalls im Juli kam die liebe Hatice Schmidt mit Hatice Schmidt Labs um die Ecke und hat gesagt, hey, ich habe hier einen Bronzer und einen Highlighter in verschiedenen Nuancen. Haut rein, Leute! Und ich glaube, mittlerweile dürfte das ein oder andere ausverkauft sein. Ich habe mir den Bronzer in der Farbe Fair gesichert und ich finde den wunderschön. Ja, es ist halt das Problem, dass irgendwann im Laufe der Zeit natürlich die Schrift und das Muster nicht mehr so sehr zu erkennen sind. Leider. Aber gut, ja. Hier nehme ich wieder den gleichen Pinsel, den ich eben auch zum Pudern verwendet habe und trage mir den Bronzer einfach auf. Für mich persönlich ist der in der Farbe Fair, voll der Reim, einfach der perfekte Alltagsbronzer. Der lässt sich schön und ohne fleckig zu werden auftragen, aufbauen und er ist nicht zu intensiv. Ne? Du kannst hiermit Es dauert eine ganze Weile, bis ich mich hiermit overbronzed habe. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich mag ja auch zum Beispiel gerne diesen Too Faced Milk Chocolate Soleil und so, ne? Weil das einfach Bronzer sind, die man zart aufbauen kann und wo man halt genau festlegt, welche Intensität man so haben möchte. Und ich hätte mir den halt, wenn ich den Dollar hätte haben wollen, in der Farbe dunkler bestellen können. Aber ich finde das für mich und meine Zwecke perfekt. Ich bin ein bisschen wieder ins Leben gerufen worden von den Farben her, ne? Mir gefällt dieser Bronzer einfach unheimlich gut und deswegen musste der auch mit in dieses Video. Und ich habe mich echt also sehr gefreut, dass ich den so gut fand, als ich mir den gekauft habe tatsächlich. So, dann kommen wir wieder zu der So Cozy Limited Edition von Rival Loves Me. Da habe ich mir nämlich nicht nur den Primer gekauft, sondern auch den Blush und den Highlighter. Der Highlighter hat sie nicht reingeschafft, aber der Blush, der ist krass. Der ist wirklich krass. Also im Januar gab es den dann auch, ne? Der ist einfach so hart pigmentiert, da muss ich gleich ganz vorsichtig sein. Ist auch in aktueller Anwendung bei mir und ich muss vorsichtig sein. Ich versuche es jetzt mal mit dem gleichen Pinsel, den ich ja gerade schon die ganze Zeit verwendet habe. Mache den ein bisschen sauber und gehe nur ganz, ganz vorsichtig rein. Ganz vorsichtig, ne? Und trage mir den auf. Der hat auch einen schönen, leichten Glow mit dabei. Also ist nicht ganz absolut matt, ne? Den baue ich mir lieber auf, als dass ich mir den direkt kabäm aufgebe, weil guck mal. Krass, ne? Zack, schon ist da ganz schön viel am Start. Aber auch der ist echt schön. Der lässt sich schön auftragen und ja, macht halt ein ganz, ganz tolles Ergebnis, was ich halt immer schwierig bei solchen Farbverlauf-Produkten generell finde, ist, dass du irgendwie gefühlt nie immer die gleiche Farbe dann aufs Gesicht bekommst. Ne? Da muss man sich halt irgendwie eine Technik aneignen, damit man da immer das Richtige trifft, aber am Ende hast du dann gefühlt die Mitte leer gemacht und rechts und links hast du dann noch Produkt. Das ist dann schwierig, aber naja, egal. Ach, was soll der Falschgeiz? Ihr wollt ihn sehen? Ihr kriegt ihn. Ich mache ihn mal etwas doller, als ich es normalerweise machen würde, wenn ich so aus dem Haus rausgehe, ne? Ist auf jeden Fall krass, ist da und der hält. Der ist echt klasse. Um noch ein bisschen mehr Glow in mein Gesicht reinzubringen, Highlighter. Da habe ich mir diese, Chinese New Year Limited Edition von Clinique geholt. Alter, das war so teuer. Cheek Pop Highlighter Gold Celebration Pop.
Und ja, den gab es dann im Februar, weil da war dieses Jahr Chinese New Year am Start. Ich glaube, das ist immer im Februar, oder? Das ist auch im Januar. Nee, nur im Februar, ne? Und ja, es ist das Jahr der Kuh gewesen. Yay! Mit einem Highlighter-Pinsel, das ist die B08 aus einem Spectrum-Set, gehe ich hier einfach einmal durch. Du kriegst da ziemlich viel Glitter-Flitter drauf und trage mir den Highlighter an den Stellen auf, wo ich ihn gerne hätte. Ich persönlich muss wirklich sagen, dass ich sehr froh bin, dass der Highlighter, der ich glaube 40 Euro gekostet hat, keine Ahnung, 39 Tacken glaube ich, und so winzig klein ist, trotzdem schön ist. Ne? Weil stell dir mal vor, du trägst den auf und findest den furchtbar. Das wäre ärgerlich. Und ja, ich verwende ihn super selten, weil ich einfach Angst habe, ihn leer zu machen. Ist das dämlich? Irgendwie schon, ne? Weil man kriegt niemals einen Highlighter so leer, wenn man so viel hat und ach, egal. Er ist auf jeden Fall passend zu Neujahr, zur festlichen Zeit, einfach in einem etwas goldmäßigeren Ton. Aber ich finde den schön, doch. Ist schon recht glittery-flittery, muss ich sagen, aber ich finde den schön. Ja, Augenbrauen war schwer, muss ich wirklich sagen. Aber da war ich sehr froh, dass ich mir bei einer Limited Edition ein Produkt geholt habe. Im Juni hat Riva Loves Me nämlich die On My Desk Limited Edition rausgebracht. Und da habe ich mir diesen Brow Liner mal gekauft gehabt. Und ich weiß nicht, ihr kennt doch sicherlich diese Stifte, die wir damals in der Schule hatten und das total fancy fanden. Und der richtig cool war, hatte da sogar einen Textmarker mit drin. Ja, das war schon krass. Naja, hier sind verschiedene Farben drin, ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil man braucht eigentlich nur eine Augenbrauenfarbe. Und ja, aber es ist einfach witzig, wenn man sich das so runter machen kann und dann, ne, eskaliert man. Genau, und das mache ich jetzt auch mit diesem, ja, Taubton ist es, glaube ich, dann dabei, ne? Jo. Nehme ich mir hier den, wie heißt das? A24er Pinsel, da ist nämlich ein Spoolie bei, um meine Augenbrauen einfach mal in Form zu bürsten. Und dann male ich munter drauf los. Ja, so schick, ne? Kann man so lassen. Nein. Finde ich ein bisschen sehr blockmäßig. Das muss ich auf jeden Fall noch ausbürsten. Auch ich finde den eigentlich ganz gut, weil der gibt ordentlich Farbe ab, ne? Und dann geht das Ganze auch relativ schnell. Und was ich geil finde, der liegt total toll in der Hand, weil er halt wie so ein Stift ist, ne? Ne, geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Also, das ist ein Ergebnis, ne? Das finde ich gut. Das lässt sich sehen, das kann man machen. Und ja, ne? Irgendwie ganz witzig, dass da auch unterschiedliche Farben drin sind. Aber das braucht eigentlich kein Mensch. Egal, war eine LE, habe ich gekauft und ist immer noch da. Im Oktober hat Essence mit Mereve, sagt man glaube ich so, ne? Zusammen eine Limited Edition rausgebracht. Und zwar, ja, eine geile Lidschattenpalette, ja. Aber unter anderem auch dieses Lamination Style Brow Fixing Gel. Und wie man unschwer erkennen kann, benutze ich das wirklich sehr, sehr häufig. Ich finde das so geil. Hat es mein 24-Hours-Brow-Setter von Benefit abgelöst? Nee, tatsächlich nicht. Weil dafür ist dieses Produkt dann doch ein bisschen zu schwierig in der Anwendung. Weil das halt gerne auch mal so ein bisschen zu viel dann auf den Augenbrauen ist. Aber na, wird jetzt auf jeden Fall verwendet, um die Augenbrauen so ein bisschen zu fixieren. Und ich mache da auch so ein bisschen Volumen dann immer in meine Härchen rein. Denn durch das wundervolle Grande Brow, was ich von Purish mal zugeschickt bekommen habe und seitdem immer wieder nachkaufe, sind meine Augenbrauenhärchen echt so geil geworden. Also muss ich wirklich sagen, Hut ab und vielen, vielen Dank, dass Purish da mir das damals zugeschickt hat. Und ihr seid einfach so verrückt und ständig ist das Grande Lash und das Grande Brow bei Purish ausverkauft, weil ihr das ausverkauft habt. Genau, ja. Mag ich gerne leiden. Und das hält auch so geil, ne? Und wenn man das, wenn ich nachher mich abschminke, dann kann man das 1A runternehmen. Das ist auch ganz, ganz witzig. Übrigens, da muss ich auch nochmal ein Lob an Maxim aussprechen. Das Produkt ist ja nicht nur nachhaltig, weil es ja waschbar ist, sondern auch, weil man das doppelt verwenden kann. Ich mache das tatsächlich so, wenn ich beim Schminken das Ding verwendet habe. Mache ich nachher das einfach, ne, weil da ist ja nicht viel dran, da habe ich ja ein bisschen Puder dran gehabt. Manchmal trage ich mir auch damit meine Foundation auf. Spüle ich das einfach unterm Wasserhahn ab mit lauwarmem Wasser. Ein bisschen Seife mache ich da tatsächlich auch noch mit rein, ne, und dann richtig ausbringen. Und dann kann ich mich damit und meinem Abschminkprodukt abschminken. Das ist auch total cool. Sehr, sehr lobenswert. Sehr geil. Joa, ne? Augenbrauen sind in Form. Da bei dieser Augenbraue war das jetzt ein bisschen zickiger, aber es hat jetzt am Ende dann doch irgendwie hingehauen. Und ja. Ich möchte jetzt die Lidschattenpalette verwenden, Leute. Da bin ich ein bisschen nervös, muss ich gestehen. Ich habe die letztes Jahr richtig geil gefunden von BH Cosmetics. Die bringen ja auch immer diese Weihnachts-Limited Edition raus. Und ja, das ist jetzt im November oder im Dezember dann rausgekommen, ne? Ich glaube, November war das.
ja, ich glaube schon, die Miss Claus The Lid List. Und das ist die Lidschattenpalette von der Tochter von Santa Claus. Santa's Daughter is here to slay. Mhm, genau. Und die Santa Ho 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 vom letzten Jahr fand ich hammermäßig geil. Und ich hoffe, dass die Qualität hier auch wieder so gut sein wird. Cabin, ne? Also das schreit meinen Namen, definitiv. Wir haben hier grüne Töne drin, wir haben hier Glitter drin, was ich jetzt nicht so hart feiere. Wir haben hier Schimmertöne drin, wir haben matte Töne drin, wir haben hier alles drin, was man für einen Weihnachtslook oder einen Silvesterlook braucht. Und wir probieren die jetzt mal aus. Mein Lid ist ja schon gesettet und vorbereitet und deswegen kann ich direkt so einen Pinsel nehmen. Das ist die B07 und dann gehe ich in so einen Aprikoton rein, not so nice, und gebe mir den so ein bisschen, ja, ich tupfe das meistens hier auf meinem Lid erstmal so auf die, in die Lidfalte rein, wo die ja theoretisch und anatomisch eigentlich wäre, und ziehe es dann ein bisschen höher dorthin am Knochen entlang, wo ich ja gerne meine Lidfalte hätte. Die Palette hat keinen Spiegel drin, deswegen lege ich die einfach vor mich hin, wie so eine Art Malkasten, aber die wäre wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, um sie in der Hand zu halten. Und ja, habe dann immer hier den Pinsel von Maxim in der Hand, ne? Dann kann ich mich aus der Nähe betrachten. Als nächstes bin ich mutig und nehme mir direkt dieses Dunkelgrün auf, The Grinch, klopfe ein bisschen ab, weil das halt eine schwierige Farbe ist, und gebe die im Prinzip auf meine äußere Hälfte. Eigentlich ist Grün ja so eine richtig schwierige Farbe, zum einen, weil sie ja gerne mal Fallout produziert und zum anderen, weil sie auch schnell fleckig wird, ne? Weil das ist, alle dunklen Farben sind halt schwierig auch so zu verarbeiten und ich glaube auch herzustellen, ne? Aber das Grün gefällt mir gerade sehr gut und es passt halt 1A zu meinem Pulli, ne? Feier ich. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich habe mich gerade selbst im Spiegel angeguckt und mich gefragt, ob ich mutig bin. Ja, bin ich. Denn ich nehme jetzt den roten Ton, der hier auch mit drin ist, Velvet. Er ist rot, ne? Auch das eine super schwierige Farbe, klopfe ich deswegen ab. Und den setze ich mir nämlich hier so hin, quasi, ja, in meine innere Hälfte, in mein inneres Drittel. Sowas sieht einfach super schnell krank aus, deswegen habe ich da gerade ein bisschen Schiss vor. Und Rot und Grün sind jetzt auch nicht so die Farben, die sich am allerbesten vertragen. Sowas kann dann auch schnell braun werden, wenn man die so ineinander überlaufen lässt, aber wir schauen mal. Nach wie vor habe ich keine Fallout-Problematik. Nach wie vor gefällt mir das vom Look her. Es muss aber natürlich gleich noch ein bisschen Schimmer geben. Und unterer Wimpernkranz. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich den A12er Pinsel. Und hier ist so ein schönes dunkles Blau drin. Das nennt sich Midnight. Das nehme ich auch auf und trage mir das einfach an den unteren Wimpernkranz. Ja, ne? Rahmt das Auge auf jeden Fall ein. Kann man machen. Natürlich fehlt jetzt noch Shimmer die Pimmerdi und dann nehme ich als erstes einen Ton, der nennt sich Gumdrop und ja, nehme den mit so einem A07 Pinsel auf und das war auch ein limitiertes Pinselset, wenn ich mich richtig erinnere, und den presse ich mir auf diesen Rotton drauf, mal gucken, ich glaube mit dem Finger geht das ein bisschen besser. Yep, definitiv, da kommt mehr rüber. Ui, ist der schön. Ui, ist der schöne Ton. Den mag ich. Hallo? Nach außen gebe ich mir den Ton Mistletoe. Der hat auch so einen Goldschiff irgendwie mit drin. Krass. Boah, der ist ja schön. Mag ich wirklich gerne leiden. Aber aufs Zentrum möchte ich mir jetzt für den Übergang so einen Goldton geben. Weil, ne, Rot, Grün und Gold, das sind die Weihnachtsfarben. Und die gehören dann auch aufs Auge. Und dafür nehme ich mir den Ton Good as Gold. Also das ist ja mal richtig schön Gold, ne? Und während ich mich so schminke, denke ich mir, cool, Claudinchen, du hast dir jetzt also gerade eine Jamaika-Flagge auf die Augen gepackt. Läuft. So ein bisschen sieht das so aus, ne? Ich finde es total witzig. Ja, genau. Auch das hat gut funktioniert. Ich habe, also ein bisschen habe ich hier Fallout, weil ich halt mit dem Finger ordentlich reingegangen bin. Aber das lässt sich sicherlich auch easy peasy hier so wegfegen, ne? Ist ja kein Thema. Ja, das ist schon mal ein Highlight, ne? Kann man nicht anders sagen. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen fancy pansy im Innenwinkel werden. Und natürlich unter den Augenbrauen. Und da bietet sich dieser Ton an, der fast weiß ist und sich Frozen nennt. Den setze ich mir mal hier so in den Innenwinkel. Und auch unter die Augenbraue. Ja, also das ist Hardcore. Der hat Schimmer und ist sehr, sehr kühl und so, ne? Das ist richtig Hardcore.
Ich habe mir den auch mal am unteren Wimpernkranz ein ganz kleines bisschen mit in das Blau reingezogen, damit das so einen Übergang hat, ne? Ich finde den Look voll geil. Also das ist für mich auch so ein richtiger Look, den ich mir für Heiligabend vorstellen könnte. Ich glaube, da würde ich aber dann tatsächlich das Rosa im inneren Drittel weglassen und halt nur dieses Grün und das Gold auf das Lid geben. Ne? Trotzdem noch den Rotton auftragen, aber dann quasi hier in den Innenwinkel, also in das innere Drittel, dann auch den Goldton mit durchziehen. Dann sieht das nicht ganz nach Jamaika aus, sondern richtig nach. Wir haben Weihnachten, Leute. Oh, ich finde den voll schön. Mega Empfehlung, Leute, ich sag euch das. Geile Palette, aber das hat BH Cosmetics einfach lang raus. Ne? Lidschatten können die einfach. In dieser Bronze Away 2 Limited Edition von Catrice gab es auch ein Setting Spray. Bronze Away 2 Fiji. Und das hat einen schwierigen Sprühstoß. Also muss man weit weghalten. Und so werden sich jetzt auch, hoffentlich, die ganzen pudrigen Texturen auch mal so ein bisschen verwandeln zu etwas harmonischeren Geschichten. Ja, doch. Also diese Puderschicht, die ganz oben drüber war, die ist jetzt so ein bisschen besser verschmolzen, das kann man wohl so sagen. Und so schaut dann bislang der Look aus, der mir wirklich gut gefällt. Und jetzt kommt natürlich der wundervolle Eyeliner zum Einsatz. Da hat auch Oscar Atom mit Love in the Atom Eye im Juli diesen mega geilen Eyeliner rausgebracht. Der hat eine Pinselspitze, also nicht, es ist kein Dip-Eyeliner, ne? Aber es ist keine Filzstiftspitze, sondern halt so eine Pinselgeschichte, wie das halt auch so bei Kat Von D Tattoo-Liner zum Beispiel ist. Hat eine Kugel drin zum Schütteln und dann ziehen wir mal durch. Boom, ich lieb's. Der ist einfach so gut, dieser Eyeliner. Also funktioniert wirklich echt leicht und gut und toll und top und ich mag den, also gut, gut gemacht. Dieser Eyeliner, da muss ich mir ein Backup von besorgen. Ich glaube, da gibt es auch noch Papyrus Nachschub. Ja, Mascara, da musste ich definitiv die Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara Belle nehmen, weil die ist so grandios. Die habe ich auch täglich in Anwendung aktuell. Die dürfte jetzt auch diesen Monat dann irgendwann mal leer werden. Aber trotzdem, ich habe ja auch ein Backup. Die gibt es ja auch normal im Standardsortiment. Aber jetzt mit dieser Catrice LE-Geschichte, wann war das? Im November, ne? Ja. Wurde die rausgebracht und die hat halt ein Gummibürstchen, was halt so ein bisschen gebogen ist, ne? Und da kann ich echt viel mit anfangen. Also, let's fets. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Es ist schon krass, ne? Kann man nicht anders sagen. Also, die Mascara ist fast leer und macht trotzdem noch so ein Ergebnis. Das finde ich einfach Hammer. Wirklich Hammer. Und das ist eine 4€ Mascara. Ich hatte erst überlegt, euch die Nabla Vicious in der Gold Version mal wieder zu zeigen. Aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, nee komm, die kostet nur 4€. Ne? Das fand ich einfach so cool und ja. Oh, was ein geiler Augenlook. Stehe ich drauf, auch wenn es wirklich nach Jamaika ruft irgendwie, ne? Jetzt, wo ich selber mir gesagt habe, es ist so Mist. Naja, einen habe ich noch und zwar ist es natürlich der Lippenstift. Das ist mit L'Oreal in Kooperation mit Eli oder Ellie Saab. Und das ist aus meinem Geburtstagsmonat Mai gewesen. Ich glaube, da gibt es tatsächlich verschiedene Farben von und ich glaube, die kann man immer noch bei Lookfantastic zum Beispiel kaufen. Ist so ein super witziges Muster. Ich weiß jetzt nicht, ob die Farbe zum Augenlook passen wird. Wir werden es mal ausprobieren, ne? Passt nur nicht wirklich. Egal, ich finde trotzdem den Lippenstift total schön. Ich finde den sehr angenehm vom Tragekomfort her, vom Auftragen her auch. Das ist eine etwas andere Farbe, ne, die ich gewählt habe. Das hatte ich aber damals auch bewusst gemacht, weil ich in diesem Farbton relativ wenige Lippenprodukte habe und mir jetzt nicht den 20. roten kaufen wollte. Mask Impact ist die Farbe, aber wie gesagt, habe ich auch in der Infobox verlinkt. Und jetzt lege ich noch ein bisschen Schmuck an und zoome euch ein bisschen raus und dann gucken wir uns mal das Endergebnis aus der regulären Entfernung an. Leute, ich lieb's. Ja, also das mit den Lippen, das passt nicht so ganz, aber egal.
Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Goldschmuck und so umgetan. Ne? Das kommt von den Yoga-Junkies. Das war mal in der Yoga-Junkies-Box. Kann man dort aber auch tatsächlich auf der Homepage kaufen. Da habe ich einen Code, Claudis Welt. Da sparst du auch ein bisschen was dort. Ich glaube 20%. Die sind wieder da. Ne? Nur mal so by the way. Ich weiß nicht, ob dieses Video eher online kommt oder quasi das Unboxing von der Box, die ich mir dort bestellt habe. Dann habe ich hier so wunderschöne Nordstern-Ohrringe und ich fühle mich gerade so festlich. Also von mir aus könnte jetzt die Bescherung losgehen tatsächlich, denn ja, ich wäre bereit. Ne? Wie gesagt, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, welche Limited Edition für dich dieses Jahr am coolsten war, welches Produkt du dir da geholt hast. Das würde mich echt mal interessieren und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen, fröhliche Weihnachten, gönnt euch hart und treibt es nicht zu bunt, aber treibt es auch nicht zu schwarz-weiß. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!